Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Let It Cook. Ein Video am Freitag, was soll denn das? Naja, morgen ist Heiligabend, ihr Lieben, und da hat natürlich keiner mehr Zeit, was einkaufen zu gehen. Deswegen heute schon mal das klassischste aller Gerichte zum Heiligen Abend. Was gibt's da? Kartoffelsalat mit Wiener Würstel. Dafür brauchen wir neutrales Öl, Apfelessig, Pfeffer, Salz, bisschen Zucker, das steht noch hinten, Rinderbrühe, Petersilie, sehr gute Wiener, Senf, Zwiebeln. Kartoffeln, die habe ich schon mal vorgekocht. Weichgekochte sind vorwiegend festkochende. Ihr seht ja schon, ich habe hier den Topf genommen von den Kartoffeln, wo ich die Kartoffeln drin gekocht habe. Und die Kartoffeln habe ich mit ein bisschen Kümmel gekocht. Ja, das macht den Salat ein bisschen verträglicher und gibt auch gleich so einen Geschmack. Und da ist jetzt noch so ein bisschen Kümmel in dem Topf drin. Das macht uns aber überhaupt nichts aus. Ja. Also wir geben jetzt hier so einen Schluck neutrales Öl rein. Lasst euch nicht durch dieses Gepfeife irritieren, das ist das Induktionskochfeld. Jetzt schneiden wir hier einfach die Zwiebel so runter, einmal quer einschneiden. Ich weiß, das mögen ganz viele von euch nicht, das quer einschneiden. Ich bin der Meinung, das braucht's. Wer so ein Let It Cook Messer noch haben will, jetzt ist wahrscheinlich schon zu spät für Weihnachten. Aber vielleicht gibt es ja unglückliche Verwandte, die was Neues haben wollen, weil sie nicht glücklich waren mit ihrem Geschenk. Dann schenkt ihnen doch so ein tolles Messer. Bisher habe ich nur die besten Kommentare bekommen. Die sind echt top, die Messer. So, jetzt schneiden wir die hier runter. Ihr könnt die Zwiebeln auch roh dazugeben. Ja? Wenn ihr den Kartoffelsalat am selben Tag macht, könnt ihr auch einen Kartoffelsalat mit rohen Zwiebeln machen. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Da sind die Zwiebeln einfach ein bisschen aggressiver im Geschmack und schmeckt halt anders, aber schmeckt jetzt nicht schlechter. Ja? Schmeckt schon auch sehr lecker. Mein Stammlokal zum Beispiel in München, mein bayerisches, die Großmarkthalle, hier mal liebe Grüße. Die machen den Kartoffelsalat auch sehr gut. Die verwenden immer rohe Zwiebeln. Aber die machen ihn halt auch jeden Tag frisch. Ja? Und man kann ihn dann nicht so gut vorbereiten, weil wenn ihr den nämlich über Nacht stehen lasst mit rohen Zwiebeln, dann ist der so gut wie kaputt. Ja? Weil der Zwiebelgeschmack dann so intensiv wird, das mag man dann eigentlich nicht mehr essen. Jetzt geben wir die hier gleich rein und lassen die so ein bisschen anschwitzen. Während die Zwiebeln ein bisschen schwitzen, kann ich die Kartoffeln schon mal anfangen zu schälen. Es ist nämlich ganz gut, wenn die noch warm sind, die Kartoffeln. Ja? Dann geht der Mariniervorgang einfach schneller. Ihr müsst ein bisschen aufpassen auf eure Finger natürlich. Ihr seht ja jetzt, die sind noch sauheiß. Die habe ich gerade erst abgeschüttet. Also passt da ein bisschen auf. Und dann schneidet die so in so 2 mm dicke Scheiben. Ja? So ungefähr. Das geht gar nicht so ganz genau. Die können mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner sein. Also ich finde es sogar ganz cool, wenn es nicht so alles so gleichmäßig ist. Ihr kennt es ja vielleicht schon von mir. Darf ruhig hausgemacht ausschauen. So, die Zwiebeln sind jetzt schön am Schwitzen. Dann machen wir die eine Kartoffel hier noch schnell fertig. Jetzt geben wir dazu den Senf. Einfach einen ganz normalen Senf. Ja. Schwitzen den kurz mit. Geben eine kleine Prise Zucker dran, aber nicht zu viel, sondern nur so ein bisschen, um die Säure wegzunehmen, dann von dem Essig. Einfach so ein bisschen. Und jetzt löschen wir als erstes ab mit dem Essig. Ja, der Essig hat einen sehr aggressiven Geschmack. Das ist ein Apfelessig. Ich will, dass der ein bisschen rauskocht. Vorsicht bitte, nicht einatmen. Ja. Ein bisschen. Es ist nämlich ziemlich stark im Geschmack. Und jetzt gebt ihr, wenn ihr es kurz gekocht habt, gebt ihr einen guten Schluck Rinderbrühe drauf. Ja. Schon ordentlich. Jetzt würzen wir das Ganze mit Salz und Pfeffer. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ihr müsst eure Rinderbrühe probieren. Meine ist jetzt relativ wenig Salz. Deswegen kann ich schon noch eine Prise Salz dazugeben. Aber nicht zu viel, seid vorsichtig. Der Kartoffelsalat im Allgemeinen. Im Ansatz darf der immer ein bisschen salziger sein, als ihr den am Schluss haben wollt, ja, weil der zieht extrem noch nach. Und jetzt geben wir, das ist das bisschen komische an meinem Rezept, gleich das Öl noch mit rein. Und zwar einen guten Schluck Öl, ja, und lassen das jetzt mitkochen. Während das jetzt aufkocht, mache ich noch schnell die restlichen Kartoffeln fertig. Die Soße hat jetzt fertig gekocht. Ihr seht ja, ihr seht nichts mehr vom Öl. Das Öl ist da jetzt richtig in die Soße reingekocht. Ich habe sie noch ein bisschen abgeschmeckt, habe noch ein bisschen Salz dran und ein bisschen Pfeffer dran gemacht. Ja. Jetzt geben wir noch ein bisschen Muskat dran. Einfach frisch gerieben. Bei Muskat bin ich immer ein Freund vom frischen Reiben.
richtig ordentlich. Und ihr solltet, ich habe es euch ja gerade schon mal gesagt, ihr solltet diese Soße hier probieren. Ja? Die muss richtig kräftig würzig schmecken, weil ihr danach wirklich eine Menge an Geschmack verliert durch die Kartoffeln. Die ziehen euch das dann raus und dann schmeckt der Kartoffelsalat fad und dann müsst ihr ihn ewig nachschmecken. Also ordentlich. Und jetzt schaut mal her, das ist jetzt relativ viel Soße. Ja? Kommt euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel vor. Das steht jetzt so richtig in der Suppe, wie ihr das ja jetzt hier seht. Ja? Und jetzt geben wir, so heiß wie es ist, Folie drauf. Und jetzt stellt ihr die ganze Sache, ah, da brauche ich noch ein Stück leider, weil ich will eben nicht, dass dieser Dampf jetzt entweichen kann. Ja? Und jetzt stellt ihr den Kartoffelsalat nicht an einen kalten Ort, also so Zimmertemperatur, und lässt ihn mindestens 8 Stunden durchziehen. Ja, das ist ganz wichtig, dass der jetzt richtig schön die Flüssigkeit aufsaugen kann. Und dann kann ich euch das nachher zeigen. Ich stelle das mal kurz rüber. Was ich jetzt noch kurz mache für später, ich hack noch schnell ein bisschen frische Petersilie. Warum geben wir die erst später dazu? Da ist jetzt Essig mit dran. Ja, und wenn ihr den Essig da jetzt, wenn ihr jetzt schon die Petersilie dazu gebt, dann wird die einfach grau. Dann verliert die ihre schöne grüne Farbe. Das sind jetzt so ganz dünne Stiele, deswegen muss ich sie auch nicht zupfen. Das tue ich einfach, das hacke ich einfach so fein, dass man das nicht mehr mitkriegt. Ja. Manchmal, wenn die Petersilie so ganz fein ist, dann könnt ihr sie auch mit den Stielen verwenden. Wenn es ein bisschen gröbere ist, dann nehmt es halt nur die Blätter. Ja. Und das jetzt ein bisschen grob durchhaken. Und dann geben wir uns das noch in den Kühlschrank rein. Ja. Heute Abend zeige ich euch dann, wie wir den Kartoffelsalat fertig machen. Okay, meine Lieben, bis nachher. So, meine Lieben, jetzt hat der Kartoffelsalat ja fast 10 Stunden durchgezogen, weil ich heute Nachmittag keine Zeit mehr hatte, ihn fertig zu drehen. Jetzt will ich euch den mal zeigen. Die ganze Flüssigkeit ist weg. Oben ist noch so eine dünne Schicht Öl. Und wie ihr die wegbekommt, das zeige ich euch jetzt. Hier, ihr könnt ja schon ganz gut sehen, dass der jetzt so richtig schön schlotzig ist, der Kartoffelsalat. Aber er ist halt noch so ganz leicht ölig. Und das kriegt ihr weg, indem ihr jetzt einfach noch einen kleinen Schluck Brühe dran macht. Was wir jetzt auf jeden Fall schon mal drüber geben können, ist die Petersilie. Dann geben wir natürlich schon mal die Würstel ins warme Wasser, ist klar. Die lassen wir gleich nebenher warm werden. Und jetzt gebt ihr einfach noch einen kleinen Schluck Brühe hier drauf. Ja? Ich gebe noch eine kleine Prise Salz drauf. Und jetzt rühren wir das hier rum und lassen das so richtig schön nochmal kurz ziehen. Ja, das macht es am besten kurz bevor die Gäste kommen. Ihr seht ja schon, jetzt wird das Ganze so richtig schön schlotzig. Müsst ihr euch trauen hier. Seid vorsichtig, nicht, dass ihr euch die ganze Küche dreckig macht. Ja? Also hier noch so ein bisschen, ihr könnt es auch natürlich mit dem Löffel machen. Wie gesagt, die Petersilie erst ganz zum Schluss drunter geben, meine Lieben. Und so muss ein richtig schöner Kartoffelsalat aussehen. Ja? Die Würstel sind auch heiß. Jetzt werde ich das Ganze mal kurz anrichten. Dafür gebe ich einfach einen schönen, guten Klecks Kartoffelsalat da drauf. Ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich auch noch ein Petersilienblättchen als Deko drauf machen. Bisschen Senf, je nachdem, was ihr für einen Senf mögt. Ich habe jetzt da einfach so einen normalen aus der Tube genommen. Und jetzt, ich mache mal nur ein Wienerchen drauf, weil ich habe vorher schon was gegessen. Aber ich muss natürlich für euch probieren, wie soll es anders sein, ja? Nehmen wir erstmal den Salat. Ich bin der Meinung, es ist der beste Kartoffelsalat, den es gibt. Knackiges Wiener dazu. Und jetzt, meine Lieben, wünsche ich euch frohe Festtage. Kocht es nach für eure Lieben morgen. Die freuen sich. Das ist ja wirklich ein absoluter Klassiker. Lasst euch reichhaltig beschenken. Genießt die Ruhe. Genießt die paar Tage frei und ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch. Vielleicht sehen wir uns noch einmal dazwischen, das muss ich mal noch schauen, ob ich es reinkriege. Ansonsten vergesst nicht zu kommentieren, zu liken natürlich, euren Freunden von uns zu erzählen, das wäre natürlich ganz nett von euch. Ich danke euch nochmal, dass ihr mich so zahlreich unterstützt habt dieses Jahr, ich finde es echt super von euch. Und jetzt wünsche ich euch ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest. Macht es gut, meine Lieben, wir sehen uns bald wieder. Ciao, Servus.